Salve des Spectatoris, willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Werkzeugschuppen. Heute werden wieder zielgerichtet getestet. Ja, heute geht es um die Al Capone Red. Ja, diese Al Capone Red wurden mir freundlicherweise von Firma Dannemann, also dem Hersteller, zur Verfügung gestellt. Ich habe hier steuerfreie Probepackungen, könnt auch eine 18er Packung für 4,80 Euro derzeit kaufen. Red Pockets heißen sie. Ich habe hier eine kostenlose versteuerte Genussprobe. Ja. Natürlich hier eine Plastikfolie drum, um das Aroma zu schützen. Die machen wir auf. Hier sind nur zwei drin, weil es eine Genussprobe ist. Riechen quasi gar nicht. Na, leicht süßlich. Das ist ein Virginia, Orient und Burley Tabak. Ja, der Zigarillo besteht aus Virginia, Burley und Orient Tabak. Ne? Natürlich ein Filter-Zigarillo mit Naturdeckblatt. Filter ist nicht gesüßt. Eine leichte Süße kommt mir ins Gesicht oder in den Mund. Das gute Stückchen ist 6,7 cm lang und 8 mm im Durchmesser. Das ist wirklich sehr mild, der Zigarillo. Oh, ich habe ihn gar nicht an, richtig. Ja, weiterhin sehr mild, muss ich sagen. Ich schmecke jetzt nicht so wirklich die Süße raus, die angekündigt ist. Es brennt auch nicht im Mund, aber es ist auch nicht wirklich süß. Ja, leicht süß, aber die Chicharillos, die ich mal von einer anderen Firma gesponsert bekommen habe, sind bedeutend süßer. Es soll eine Rumnote zu schmecken sein, habe ich im Internet gelesen. Falls ihr euch wundert, woher ich diese ganzen Inside-Infos habe, die gucke ich ganz normal im Internet nach. Die weiß ich auch nicht alle auswendig. Ich habe mir hier auch wieder ein Spezial gemacht. Ja, es ist vom Rum-Aroma gesprochen. Also ich schmecke da kein Rum raus. Ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn man auf Lunge raucht. Ich rauche bekanntlich nicht auf Lunge und erst recht keine Zigarillos. Ja. Also ich schmecke da, ja, jetzt habe ich eine leichte Süße auf der Zunge, aber das hat mit Rum für mich nichts zu tun. Naja, also beim besten Mal schmecke ich da kein Rum raus. Wie gesagt, es ist leicht süßlich. Aber mit Rum hat das für mich nichts zu tun. Wir können schon mal den Abaschtest machen. Ja, lässt sich sauber abwaschen, die Dupe bleibt im Stängel. Diese Al Capone Zigarillos gibt es natürlich in verschiedenen Größen, natürlich auch zu verschiedenen Preisen. Ich habe sie jetzt nicht alle auswendig, ihr könnt ihr mal im Internet nachgucken oder im Kiosk, weil sie sich halt auch immer wieder ändern. Letztes Jahr zum neuen Jahr sind natürlich die Steuern wieder gestiegen und darum sind ja die Zigaretten alle teurer geworden. Darum will ich jetzt eigentlich gar keine Preise mehr nennen. Auch die Preise meiner alten Videos sind natürlich jetzt alle wieder für den Hintern. Die sind natürlich jetzt total unaktuell. Ich finde das ein schöner Zigarillo, den man mal so zwischendurch rauchen kann, weil er halt sehr mild ist. Also auch mal so, wenn man mal auf den Bus wartet oder einfach mal in einer hektischen Situation ist, kann man die ganz gut rauchen. Man muss halt auch nicht husten davon, die brennen halt nicht im Mund. Der etwas hochwertigere Preis, aber ich meine 4,80 Euro für 18 Stück, ist schon gerechtfertigt. Also man schmeckt schon eine deutlichere Milde gegenüber von Zigarillos, die 2 Euro, 2,50 Euro kosten. Also das Mehrgeld ist schon gut investiert. Der Uhu ist auch da, nicht der Kleber, sondern der Vogel. Nö, kann man wirklich gut rauchen, diese Al Capones.
habt ihr mich ja oftmals angefragt nach, dass ich die Al Capones und die Moods testen soll. Da habe ich dann neulich mal vor einem Monat, das ist jetzt auch schon wieder her, bei Firma Dannemann angefragt. Ja, und die waren so nett und haben mir halt etliche Sorten zur Verfügung gestellt. Ich habe ja schon mal die Moods Long Filter, die habe ich ja schon mal getestet. Das waren diese hier, die habe ich ja schon mal getestet. Und dann die Al Capone Original, die habe ich jetzt gestern hochgeladen, von der Woche gedreht. Musste ich einmal den Ton korrigieren, weil da irgendwas mit dem Ton falsch war. Weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber jedenfalls musste ich das Video neu hochladen und neu schneiden. Da hatte ich schon mal wieder einen Hals, dass ich mal wieder ein Video schneiden musste. Das Blödeste am YouTube machen ist meiner Meinung nach das Video schneiden. Das dauert einfach elendig lange und ist einfach nervig. Ja. Gut, da hatte ich dann schon das Video geschnitten, hochgeladen, gerendert. Erst gerendert, dann hochgeladen, Videotitel und den Videotext fertig geschrieben. Und dann musste ich feststellen, oder hat mir einer in den Kommentaren geschrieben. Schöne Grüße nochmal an dich. Ja, dass der Ton halt falsch war. Ja, dann musste ich den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Habe ich dann gestern hochgeladen, also auf dem Freitag. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht. Erstmal kommt der Schraubstock. Ja. Ja, jedenfalls. Ihr habt jetzt auch das Video zu den Al Capones Original. Die Moods Filter habe ich ja schon mal vor Ewigkeiten getestet, da habe ich den auch selber bezahlt. Da kommt aber mal ein neues Review zu, weil die mir von Firma Moods von Firma Dannemann zur Verfügung gestellt wurden. Da drehe ich nochmal ein neues Video von. Riecht übrigens sehr angenehm. Da kommt auch der Rum leicht raus beim Dampf. Das riecht wirklich ein bisschen darum. Ja, und dann werde ich die halt nochmal neu abdrehen, die Moods, weil ich möchte gerne alle Sorten, die Firma Dannemann mir zur Verfügung gestellt hat, freundlicherweise, wofür ich mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanke. Ja, einmal alle in die Kamera halten, ich finde, das haben die verdient. Ich meine, die haben ja auch einen Kosten dadurch und ja, ich kann euch nur empfehlen, probiert diese Al Capones mal, die Moods sowieso. Die Moods, da sind ja sowieso eigentlich meine Lieblingsserie, das seit hierher. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Schon wirklich, die Firma Dannemann hat wirklich tolle Produkte im Angebot, auch Zigarren und Zigarillos im hochwertigeren Segment. Wirklich müsst ihr mal auf deren Homepage oder beim Kiosk oder Tankstelle oder im Internet nachgucken. Kann man wirklich gut rauchen, bloß. Nur rum schmecke ich da nach wie vor nicht raus. Also das ist für mich ein ganz normaler Zigarillo. Ich würde ihm ja 6 oder 7 von 10 Punkten geben, weil es ist angenehm im Mund. Ist leicht süßlich. Also ich stehe ja eher auf starke Zigarillos, habe ich noch was erzählt. Ja, ich finde sie klasse. Also gut finde ich diese. Klasse ist dann halt ohne. Also mit Stärke halt. Ich brauche diese Aromatisierung eigentlich auch nicht. Also Vanille-Zigarillos mache ich ab und zu ganz gerne mal rauchen, aber normalerweise lieber unaromatisiert. Aber ich finde, die kann man so zwischendurch mal gut rauchen oder mal als Abwechslung. Ich denke, das ist auch ein schöner Zigarillo für Neueinsteiger oder für ja, Leute, die sich das Zigarillo-Rauchen angewöhnen wollen. Oder ist auch was für Schönes für Zigarettenraucher, weil Zigarillos sind normalerweise bedeutend stärker als Zigaretten. Und das ist halt noch eine gute Abstufung zwischen Zigaretten und Zigarillos. Aber ich kann euch diese Al Capone weit besten Gewissens empfehlen. Müsst ihr mal probieren. Dann haben wir noch einen Filter in dem Mund. Bah. Ja, Zigarillo ist aus. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ihr könnt gleich noch den Kanal-Trailer von mir gucken. Werde ich am Ende des Videos reinschneiden. Würde mich freuen, wenn ihr meine handwerklichen Videos gucken würdet. Würde mich auch freuen, wenn ihr meine Kochvideos gucken würdet. Ja, ich bin sehr vielseitig auf diesem YouTube-Kanal. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Würde mich wirklich sehr freuen, um meine Arbeit zu unterstützen. Ich habe übrigens halt auch die 500 Abonnenten-Marke geknackt. Dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, euer Roman. Und jetzt viel Spaß beim Kanal-Trailer. Guckt euch auch die Videos an, die ich hier verlinken werde. Tschüss.
Ja, so sieht er aus. Also einer von den beiden, die ich hier gemacht habe. Also von den beiden Kerzenständern. Ich finde, das sieht wirklich ganz cool aus. Mein Mikrowellengerät anschauen. So sieht's aus. Da sind die Würste. Das sind diese kleinen Nürnberger Rostbratwürste wahrscheinlich. 1, 2, 3 Stück finde ich davon.